Das Ei hat eine Schale von 1 mm Dicke. Das bedeutet, dass ich jetzt eine zweite Funktion brauche, die den Innenrand der Schale beschreibt. Warum brauche ich keine Funktion, die nach außen geht? Weil in der ersten Aufgabe, wo wir die Funktion aufgestellt haben, lautete es, der äußere Rand eines Eis wird durch die Funktion beschrieben. Das heißt, diese Funktion I von x beschreibt den äußeren Rand und ich brauche jetzt noch eine Funktion, die den Innenrand der Schale beschreibt. Nennen wir diese Funktion R von x wie Rand. Es gäbe zwei Möglichkeiten, diese Funktion R zu bestimmen. Sie könnten entweder die Funktion I von x strecken in y-Richtung und in x-Richtung oder Sie können sich neue Punkte überlegen. Ich mache die zweite Methode mit den Punkten. Und zwar gehe ich dabei folgendermaßen vor. Am Anfang der Aufgabe wusste ich, der Radius vom Ei ist 2,24. Das heißt, wenn die Schale jetzt eine Dicke von 1 mm hat, dann muss dieser Punkt hier 0,1 cm weiter unten liegen. Das heißt, dieser Punkt nennen wir mal S. S muss die Koordinaten haben, x Wert 0 und der y Wert 1 mm weniger als die 2,24. Also muss der y Wert 2,14 sein. Genau das gleiche überlege ich mir mit dem Punkt T. Die äußere Funktion I von x, die reicht von der y-Achse, halt, falsche Farbe. I von x reicht von der y-Achse bis zu 2,8. Wenn die Schale jetzt hier eine Dicke von 1 mm hat, muss die innere Randfunktion, also die Funktion r von x, 1 mm weniger rausgehen. Also geht sie nur bis 2,7. Das heißt, der Punkt T hat den x-Wert 2,7 und y-Wert 0. Und jetzt mache ich eigentlich wieder das gleiche wie vorher in der ersten Teilaufgabe. Die Funktion r von x ist ja vom gleichen Typ, also im Wesentlichen genau gleich wie r von x, das heißt, wie i von x. Das heißt, r von x hat wieder die Form a mal Wurzel b minus 0,25x². Nur, dass r von x durch andere Punkte geht. Das heißt, ich setze jetzt, ähnlich wie bei der ersten Teilaufgabe, die Punkte s und t in die Funktion r von x ein und kriege die Parameter a und die Parameter b raus. Wenn ich jetzt s einsetze, dann erhalte ich 2,14 gleich a mal Wurzel aus b minus 0,25 mal x ist 0². Das heißt, ich habe 2,14 gleich a mal Wurzel aus 0,25 mal 0² gibt 0, also bleibt unter der Wurzel nur b übrig. Eine Gleichung mit zwei Unbekannten, damit kann ich nichts anfangen. Ich lasse es also stehen. Setze ich einen Punkt t ein. Wenn ich t einsetze, habe ich y-Wert ist 0 gleich a mal Wurzel aus b minus der x-Wert von t ist 2,7, also 0,25 mal 2,7². Zum einen kann ich jetzt wieder durch a teilen. 0 durch a ist 0, also fällt mein a weg. Und zum anderen kann ich 0,25 mal 2,7² in Taschenrechner eintippen. Sie werden rauskriegen 1,8225. Wenn ich jetzt quadriere, fällt meine Wurzel weg. Ich habe b gleich, erstmal habe ich 0 gleich b minus 1,8225. Wenn ich die 1,8225 rüberbringe, erhalte ich mein b. B ist 1,8225. Damit habe ich schon mal mein B.
Nun nehme ich dieses b und setze es da ein. Hab also 2,14 gleich a mal Wurzel aus b. Also eben hier eingesetzt. Teile durch Wurzel aus 1,8225. Ach, wie auch immer. Und erhalte a gleich 1,585 gerundet. Und wenn ich a und b einsetze, erhalte ich meine Funktion, die den Innenrand beschreibt. Ich erhalte nämlich die Funktion, nennen wir es mal so, Innenrand r von x gleich a war 1,585 mal Wurzel aus b. 1,8225 minus 0,25 mal x². Diese Funktion ist gesucht gewesen. Nochmal zur Wiederholung. Die Hauptidee war eigentlich, die Funktion, die den Innenrand beschreibt, ist vom gleichen Typ wie I von x, also mache ich den gleichen Ansatz. Und nehme jetzt einfach zwei Punkte, zwei neue Punkte, die 0,1 cm weiter unten sind, beziehungsweise 0,1 cm weiter links, kriege damit meine beiden neuen Punkte raus, setze wieder ein und habe eigentlich die gleiche Vorgehensweise wie in der ersten Teilaufgabe.